Hallo, liebe Freunde des kleinen Getiers und willkommen zurück bei The Night of the Rabbit. So, zum einen, ich bin jemand, der sich immer rechtfertigt, deswegen muss ich das jetzt auch mal tun. Ich habe nämlich Schande über mein Haupt, aber ich habe in einer Komplettlösung nachgelesen, wie es weitergeht. Ich habe nämlich zwar rumprobiert und bin noch ein bisschen rumgelaufen und dies und das, aber auf zwei Dinge, die ich jetzt geschaut habe, danach habe ich auch sofort aufgehört, wäre ich so nicht gekommen. Außerdem merke ich, dass ich momentan nicht sehr ausgeglichen bin und ich weiß nicht, inwieweit man das in der letzten Folge gehört hat, aber ich glaube, da war ich, glaube ich, genervt. Ich weiß es gar nicht so genau. Und damit das nicht, ja, sich durchzieht und ich nachher keine Lust mehr auf das Spiel habe, habe ich gesagt, gut, dann gucke ich jetzt halt den nächsten Schritt nach. Habe ich bei Adventures ja schon öfter getan und ja, genau. So, wir stehen jetzt hier vor einem Automaten, ne? Ich bin wahrscheinlich zu ehrlich, deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Aber wir haben hier so eine Münze mit einem Band. Okay, das sollte ich eigentlich nicht machen. Hätte der Herr Kirchenmaus mir nur nicht den Faden an meine Münze gebunden. Die Versuchung ist einfach zu groß. Es hat geklappt. Wie bei dem Kaugummiautomaten gegenüber meiner Schule. Da soll das auch gehen. Habe ich gehört. Ja, natürlich. Das letzte Blausaftfässchen und ein kleiner Werbeaufkleber. So, damit haben wir Blausaft und ein Blausaftaufkleber. Damit kommt man aber jetzt halt noch nicht besonders weit. Das ist zwar ein Teil, den wir brauchen für das Fest, dann haben wir den Blausaft und den Napfkuchen, aber die Einladung ist immer noch nicht verschickt und ja. Dann gibt es Sachen, die ich ausprobiert habe, wie zum Beispiel das. Nein, den behalte ich. Hätte ich jetzt gedacht, mit dem Aufkleber kann man das vielleicht zukleben und dann wären wir soweit fertig gewesen, hätten aber das hier noch enteisen müssen. Also irgendwas steht uns noch bevor. Wie wir das machen, weiß ich nicht. Das nächste, was dann in der Lösung quasi ankam, war der gute Mann hier, der ja, nervige kleine, ne, und so. Und das mit dem Hobby habe ich ja aufgenommen und ich habe es ja auch versucht. Ich habe gedacht, das hier müsste passen. Wertlos. Aber er hält es für wertlos. Er ist ein begabtes Kind, ja. Was ich nicht gerafft habe, und ich glaube, ich hätte noch einiges an Zeit gebraucht, um das zu raffen, und die Zeit hatte ich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil ich gerade einiges vorproduziere. Wenn ihr das seht, dann bin ich wahrscheinlich schon fast wieder da, aber ja, geht nämlich drum, dass es da jemanden gibt, der ihm das aufquatschen kann, und das ist die gute Anja, und dann hat er ein Hobby, hoffe ich. Also, so eine Art Hobby halt. Und als begabtes Kind. Violinenkurse. Ja? Willkommen zurück. Guck mal, Anja. Eine wunderbare Idee. Ist es? Ja, genau das Richtige für den kleinen Humbert. Dann kann er zusammen mit Plato Violine spielen. Ich werde ihm ganz bald davon erzählen. Sehr gut, Anja. Sehr gut. Dann ist er uns nicht mehr im Weg. Der hat nämlich zu wenig zu tun. Wie war's? Das dumme Wiesel mit dem Hut hat mit dir gesprochen? Egal, was es gesagt hat, das stimmt alles gar nicht. Es ist ein Lügner. Lügner, sag ich. Wirklich? Seine Broschüre sieht aber doch sehr vielversprechend aus. Hier steht sogar, dass es nur wenige Schritte bis zu Ruhm und Achtung durch ein Massenpublikum sind. Wie was? Ruhm? Was steht denn nun genau auf dem Ding? Hier steht, dass der berühmte Maxim Mausakow zurzeit in Mauswald ist, um einem einzigen ausgewählten begabten Schüler das am schwersten zu lernende Instrument der Welt beizubringen. Nur einem einzigen? Hier steht, dass der Schüler besonderes Talent haben muss. Naja, talentiert bin ich ja. Und klug noch obendrein. Sicher, klug und talentiert bin ich. Siehst du, Jerry hatte also doch recht. Humbert, du kleiner Rabauke, du bist genau der Richtige. Na klar doch. Ich werde ein Rockstar. Du kannst durch, komisches Wiesel. Ich habe keine Zeit mehr für dich.
Wenn du mich das nächste Mal siehst, dann wahrscheinlich auf einem Plattencover oder auf der Bühne. Die Tickets werden aber sicher teuer sein. Nicht wahr, Anja? Na ganz bestimmt, du kleiner Fratz. Gut gemacht, Jerry. In dir steckt ein wahrer Baumläufer. Jetzt können wir uns weiter den Bach runtertreiben lassen. Ja! Na dann, auf! Der große Maxim Mausakow. Das ist also die Maus mit dem Rucksack. Ich verstehe. Da haben wir den Anker wieder gelichtet. Und können jetzt bachabwärts tuckern. Hallo Plato. Warum stehen wir jetzt? Vielen Dank, mein junger Freund. Das war ein ganz hervorragender Beginn meines nächsten großen Abenteuers. Und es begann hier, am bescheidenen Kaltwasserbach. Jetzt geht es auf zum großen Fluss. Und dann bis auf die hohe See. Aber soll es da nicht viele Krähen geben? Genau. Ich muss auf der Hut sein. Zur Not puste ich der Krähe einfach etwas von meinem exotischen Pfeffer aus dem fernen Indien in den Schnabel. Pfeffer? Ja, nimm doch eine Prise davon zum Dank. Indischer Pfeffer ist für vieles gut, sogar zum Würzen von Speisen. Ach was. Krass, kann ich bitte trotzdem mit dem Blattboot weiterfahren? Ansonsten hat sich das alles für mich gar nicht gelohnt und ich habe das gleiche Problem wie vorher. Ich komme nicht weiter. Das Boot treibt ab. Dann auf bald. Vergiss mich nicht. Und pass auf den Wasserfall auf. Was? Wasserfall? Oh, das war knapp. Mann, oh Mann. Hey, das ist bestimmt das Grundstück der Waldzwerge. Ganz so war das nicht gedacht. Hoffen wir, dass es die Mühe wert war. Aber cool. Okay, also, wir nehmen mal einmal das hier mit. Noch einer. Noch einer. So, dann haben wir hier einen rasenden Bach. Der Bach wird ja richtig gefährlich hier. Wenn ich das gewusst hätte... Ja, ich habe eigentlich gedacht, man bleibt irgendwie auf dem anderen Screen vorne hängen oder sowas. Aber so geht's auch. Die hat sich's auf der Rübe bequem gemacht. Sie hat bestimmt Lust, mich ein Stück des Weges zu begleiten. Ja, dann muss sie nicht so lange laufen. Hui, die hatte sich ganz schön festgesaugt. Was mache ich mit einer schillernden Schnecke? Oh Mann... Das ist die größte Rübe, die ich je gesehen habe. Sie riecht ganz süß. Aber die kann ich nicht mit mir rumschleppen. So viel ist klar. Ja, verständlich. Das Blatt willst du nicht, okay. Gabelzweig haben wir hier noch. Der sieht aus wie ein Arm, der in die Luft greift. Daraus könnte man sich eine prima Steinschleuder basteln. Oder eine Wünschelrute. Leider bin ich nur so groß wie eine Maus. Okay. So viele Bäume. Ich frage mich, wie viele Tiere es dort draußen gibt. Und wie viele von ihnen wohl gerne Blausaft trinken. Wer trinkt denn nicht gerne Blausaft? Wow! Der Wind pustet die Pusteblumenschirmchen bis hier hoch. Aber sie sind zu weit weg, um sie mit der Hand zu fangen. So, dann haben wir noch die Vorderseite des Zwergenhauses. Haben wir sonst noch etwas? Ja, gut, Fenster, die Hintertür. Okay. Sieht aus, als wurde das Haus von unten her zwischen die Wurzeln gebaut. Das war bestimmt eine unheimliche Schufterei. Ja, das glaube ich auch. Verschlossen.
Wer ist da? Verschwinde! Ich glaube, ich habe gerade jemanden gehört. Es klang wie ein Hilferuf. Von wegen Hilferuf? Ich habe gesagt, verschwinde! Schon wieder? Da braucht bestimmt jemand meine Hilfe. Ich muss da irgendwie reinkommen. Ist klar. Also wir gehen jetzt erstmal hier vorne hin und können das hier vielleicht aufmachen. Das wäre ja mal gar nicht schlecht. Fest verschlossen. Wir kommen hier gar nicht raus. Das ist natürlich auch schön. Überall zwischen den Bäumen sind Wurzelfelder angelegt. Die reichen bis tief in den Wald hinein. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit, die Wurzeln alle zu pflanzen und zu ernten. Ja, davon gehe ich aus. So, jetzt haben wir aber noch andere Sachen. Das Poster beispielsweise. Der große Wander und Wurm. Okay, das hatten wir schon. Ich dachte, wir könnten es vielleicht mitnehmen oder sowas. Hätten wir zwei gehabt. Cool, oder? Betreten der Zwergwurzelfelder strengstens verboten. Ja, das gilt auch für dich. Bei Zuwiderhandlung verweigern wir Blausaftlieferung für mindestens 3 Wochen. Nett. Eltern haften für ihre Kinder. Kinder haften für ihre Eltern. Ist ja natürlich auch schön. So, da haben wir noch ein Schild. Onkel haften für Großeltern und Cousinen. Und andersherum. Meine Güte. Wenn man größer ist als eine Maus oder als ich, könnte man es glatt übersehen. Aber es ist da. Versteckt zwischen Baumwurzeln und Moos. So, ich würde gerne, glaube ich, zuerst durch die Hintertür reinsteigen, weil das ist viel höflicher. Verrammelt und verriegelt. Ich glaube, da drin hat gerade jemand gehustet. Und Park gesagt. Wieso hast du Land gewinnt? Ich bin krank. Es klang wie ein Hilferuf. Ich muss da irgendwie reinkommen. Ja, dann gehen wir die Vordertür rein. Wenn man größer ist als eine Maus oder als... Aber es ist da. Versteckt zwischen... Ja. Du sollst aber reingehen. Oh nein, jetzt müssen wir da uns irgendwie rein... Das muss nicht... Ja, der Löffel muss nicht gelöffelt werden, okay. Das muss nicht... Gelöffelt werden. Damit kriege ich die Tür nicht auf. Verschwinde! Vielleicht kann ich durchs Fenster reinkommen. Ich will die Scheibe nicht zerbrechen. Ich muss vorsichtig vorgehen, wie die Profis im Kino. Kino? Ist das dein Name? Verschwinde, du Einbrecher! Ich glaube, ich habe schon wieder jemanden gehört. Vorsichtig. Wie machen wir vorsichtig ein Fenster auf? Ich muss damit rechnen, dass wir vielleicht nichts verwenden müssen, großartig, weil wir sind hier gefangen und können Sachen, die wir woanders eingesammelt haben, könnten wir jetzt wahrscheinlich nicht holen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es sei denn natürlich, das verschlossene Holzturm muss ich anders nochmal irgendwie aufmachen. Dann ginge das wieder. Gute Idee. Ich werde versuchen, ein Loch in die Scheibe zu schneiden. Was tust du? Das hat doch mal geklappt. Und jetzt? Jetzt nimmst du eine Schnecke. Profiarbeit. Da! Wieder ein Hilferuf. Ich muss rausfinden, was da vor sich geht. Hallo? Hallo, meine Zipfelmütze. Du jugendlicher Einbrecher. Was? Ich dachte, Sie haben um Hilfe gerufen. Pah, Hilfe. Ein Waldzwerg bittet mich um Hilfe. Sie? Da, schon wieder. Pah. Siehst du die Klappen? Gleich komme ich rüber und sperre dich in einen von unseren Stollen. Und da kannst du dann. Da kannst du. Kannst du. Stollen gucken? Pah. Schon Gesundheit. Wieder. Sie haben schon wieder um Hilfe gerufen. Pah. Um Hilfe gerufen. Genießt habe ich.
Hab mir einen Zwergenschnupfen eingefangen. Muss ich mir wohl irgendwo im Wanderstollen eingefangen haben, als ich meine Eltern besucht habe. Okay. Ach ja, mein Zwergenschnupfen. Meine Mitbewohner haben schon das Weite gesucht. Hätte ich an ihrer Stelle auch getan. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschnupfen. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee, mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Die könnte, wenn sie wollte, aber... Pah! Einwaldzeug bittet nicht um Hilfe. Die könnte, wenn sie wollte. Nehmen wir mal den Torschlüssel mit, dann kommen wir auf jeden Fall hier raus. Das nehme ich mit. So richtig immer moralisch korrekt handelt der gute Jerry aber auch nicht, ne? Na gut. Nicht vergessen, bei den Dachsen für Rhabarberkuchen revanchieren. Gesundheit. Nun denn. Das ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschlüpfen. Schon verstanden. Holzer, das Bett ist auch leer. Auf dem Bett steht Schmiedeeisen. Ups, halt mal. Da ist etwas unter dem Brett. Eine Karte, aber eine ganz seltsame. Ich habe eine Quartettkarte gefunden. Um deine Sammlung anzusehen, öffne das Inventar, Spielmenü und klicke auf Bonussammlung. Okay. Wie ist das denn jetzt passiert? Okay, na gut, von mir aus. Was haben wir noch? Eine sehr saubere Spüle, die Stollenklappe. Die Waldzwerge putzen wohl gerne. Oder sie hatten Besuch von ihrer Oma. Dann macht Mama bei uns auch immer sauber. Also, wenn unsere Oma kommt, nicht die von den Waldzwergen. Die kennen wir ja gar nicht. Oh, da ist es bestimmt auch eine ganz nette. Auf der Tür steht Lagerkammer Zwergwurzelauslese. Und Hände weg. Und sie ist fest verschlossen. Müssen wir natürlich erstmal ausprobieren. Blausaftmaschine. Da können wir noch mehr Blausaft herstellen, oder was? Es steht still. Vielleicht sollte ich die Finger davon lassen. Das steht sogar auf der kleinen Plakette an dem Rad. Lass besser die Finger davon. Auf dem kleinen Schild steht Blausaftmaschine. Ein Patent der Nachbauen verboten. Hä, ich hab das gar nicht weggedrückt. Kann keiner helfen. Ist eine ganz üble Sache, so ein Zwergenschlüpfen. Ja, ganz übel. Was haben wir hier noch? Hebel? Nichts. Okay, das werden wir noch brauchen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen noch Blausaft produzieren. Stollenklappe vor die Hütte. Das sind ganz schön viele Stollen. Was die Zwerge da wohl alles versteckt haben. Komm, wir reden nochmal mit dem Steinberg hier. Kann ich Ihnen nicht doch irgendwie helfen? Nee. Mir kann keiner helfen. Naja, außer einer vielleicht. Wer denn? Die Anja. Seit der alte Uli weg ist, ist sie. Ist sie die Einzige? Genau. Ist sie die Einzige, die sich mit Krankheiten auskennt? Na dann fragen wir sie doch. Pah! Einwaldzeug bittet nicht um Hilfe. Ich mag Anja, muss ich sagen. Also, sie scheint auch irgendwie eine größere Rolle zu spielen. Kann das sein? Also, ist es jetzt schon mehrfach irgendwie erwähnt. So, endlich. Den Schlüssel brauche ich nicht mehr. Ich lasse ihn einfach stecken. Gut, dann haben wir jetzt auch einen Weg hierher gefunden. Dann würde ich sagen, dann besuchen wir doch nochmal die gute Anja auf ihren Rollschuhen. So. Und dann kann sie uns ja vielleicht was mit den Kräutern hier sagen. Deswegen klingel ich nochmal hier. Weil es geht jetzt um Krankheiten, nicht um Napfkuchen. Extravagant.
Tut mir leid, Sahnepuffelchen. Also, ist er gerade unterwegs und holt neue Kräuter? Nun, er ist auf einem Abenteuer und wird ziemlich lange weg sein. Der alte Uli. Das ist voll geil mit ihren Rollschuhen. Der Zwerg ist krank. Oh, du klebriges Karamellbonbon. Der alte Uli hat mir viel über Zwergenkrankheiten beigebracht. Auf zu den Waldzwergen. Oh, du verkohlter Napfkuchen. Das ist ein ganz schlimmer Fall von Zwergenschnupfen. Sag ich ja. Ganz schlimm. Aber keine Sorge. Der alte Uli hat mir auch dagegen ein Rezept beigebracht. Jerry, hilfst du mir ein paar Zutaten für die Medizin für diesen armen Zwerg zu finden? Na klar. Nimm dieses Rezept. Gesundheit. 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 Ich warte im Café und werde alles vorbereiten. Auf dem Rezept findest du eine Liste der Dinge, die wir brauchen, um den armen Kerl wieder raus auf die Wurzelfelder zu kriegen. Dann gibt es auch endlich wieder Blausaft. Steinberg, wir werden dich im Nu wieder auf die Beine kriegen. Jetzt aber nichts wie zurückgerollt. Ich hab einen leckeren Butterblumenkuchen im Ofen. Das war eine schnelle Reise. Nun denn, was brauchen wir denn? Ich habe erst Arztähnliches gelesen. Ärztliches Rezept. Um den Zwerg zu heilen, braucht Anja eine gelbe Sumpfdotterblumenknospe, eine Fischschuppe und etwas Pfeffer. Haben wir alles da. Sehr schön, es geht weiter, es geht voran. Aber erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.